Liebe Kinder, liebe Eltern, mein Name ist Markus Lewe und ich bin Oberbürgermeister von Münster. Und ich habe euch vor einiger Zeit mal eingeladen, in dieser schwierigen Zeit mal eure Empfindungen in der Corona-Zeit in Bildern wiederzugeben. Und heute stehe ich hier im Kramer Amtshaus. Das ist dieses wunderschöne alte Gebäude unweit der Lamberti-Kirche neben der Stadtbücherei und stehe in einem Meer von wunderbaren Kunstwerken, die ihr produziert habt. Da sind Bilder drin, die ihr gemalt habt. Da sind Fotografien von Playmobil-Landschaften, die ihr gestaltet habt, von Lego-Landschaften. Da sind Botschaften drin, wie alles wird wieder gut, wie die Darstellung von Lieblingsplätzen, wie zum Beispiel die Eisdiele. Da wird der Zoo abgebildet als ein Sehnsuchtsort. Da hat ein Kind aus dem Wohnzimmer gemalt, wie ein Kran vor der Haustür steht und viele andere Eindrücke, die sich hier widerspiegeln. Kurz und gut, ein wertvolles Dokument dieser schwierigen Zeit. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch ganz herzlich dafür zu danken, dass ihr euch diese tolle Arbeit gemacht habt. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen, den Eltern. Ich weiß, dass Sie eine schwere Zeit durchmachen und auch durchgemacht haben. Man kann das mal ein paar Wochen aushalten, darauf zu verzichten, dass es Kinderbetreuung und Schule gibt. Aber dieser lange Zeitraum, mit dem Sie sich gerade auseinandersetzen müssen, ist für Sie sicherlich sehr belastend, für einige schmerzhaft oder sogar existenziell. Wir als Stadt haben das sehr wohl im Blick. Wir sind gerade dabei, ein Corona-gerechtes Sommerferienprogramm zu erstellen und hoffen, dass die Schulen auch wieder komplett bald ans Netz gehen können. Denn wie gesagt, es ist eine Riesenbelastung und ich möchte mich auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Eine Erklärung habe ich noch. Am liebsten würde ich Sie alle einladen, hier in diesen Saal zu kommen, sich von diesen wunderbaren Exemplaren Ihrer Kinder einmal zu überzeugen. Leider geht das aus Infektionsschutzgründen noch nicht und deshalb haben wir eben diesen Weg gewählt. Es ist in Form eines Films schon mal die Möglichkeit da, einen Überblick über die ganzen Bilder erstellen zu können. Und dann, wenn wir wieder mehr Freiräume haben, dann möchte ich gerne die Bilder noch mal einzeln vorstellen. Übrigens habe ich auch ganz tolle Anschriften bekommen, sehr persönlich, sehr bewegend. Ein Kind hatte sich Sorgen um den Opa gemacht, der in einer Altenpflegeeinrichtung war und nicht besucht werden konnte. Andere hatten sich Sorgen um ihre Geschwister gemacht und andere hatten wiederum eine unglaubliche Sehnsucht danach, dass diese Krise endlich zu Ende geht. Kurz, all das, was Kinderherzen sehr stark bewegt. Also, das ist der Grund dafür und vielleicht schon mal der erste Eindruck. Die Künstlerinnen und Künstler, die kleinen Künstlerinnen und Künstler von Münster. Heute hier präsentierbar über Film. Herzlichen Dank an alle, ihr und euer Markus Lewe.